Nach dieser explosiven, schönen blauen Donau vor Monty Python folgt nun die Version der Portsmouth Sinfonia. Der englische Humor hat selbst vor der unantastbaren ernsten Musik nicht Halt gemacht. Monty Python ist eben Monty Python. Die Portsmouth Sinfonia war eine bunt gemischte Truppe aus professionellen Musikern wie Brian Eno, Michael Nyman und Gavin Bryars, die mit dem allergrößten Ernst Instrumente spielten, die sie noch nie zuvor gespielt hatten. Urteilen Sie selbst. The Portsmouth Sinfonia, who opened the program, are an orchestra made up of musicians of varying degrees of ability and musical education. It's important to realize that they're not attempting a parody of the classics. Their repertoire consists of works they all know and respect. They play them to the best of their ability and follow the score scrupulously. There are no deliberate attempts to play bum notes or drop out of time for comic effect. The result of what they do is to break down and scatter what has always previously been a strict and precise form. And for that reason, they're an interesting and funny introduction to this whole business of challenging our preconceptions about music. Last month, they brought the house down at a concert in the trendy Queen Elizabeth Hall. And now they're going to play more music from the Peer Gynt suite. Dieser wild gestikulierende Dirigent ist Gerald Hoffnung, der Meister des musikalischen Humors schlechthin. Die Konzerte, die er in den letzten drei Jahren seines Lebens gab, waren eine Art Massaker an den großen Werken der klassischen Musik. Bissige Parodien des Konzertrituals, wie beispielsweise ein Duell zwischen dem Dirigenten und einem Solisten. Einige der ehrwürdigsten Persönlichkeiten der englischen Musikwelt traten in den Konzerten von Hoffnung auf, wie das Amadeus-Quartett in einem Werk für vier Staubsauger. Dieser kurze Film ist leider das einzige existierende Dokument über Hoffnung. London's Festival Hall and an interplanetary music festival, conductor Gerhard Hoffnung.
Mr. Hofnung's ability to associate himself personally with every group in his orchestra has never been more clearly shown. It's also subtle. And that indescribable quality, one might only call it lyrical. The eminent artist then presented an operatic divertissement, a miracle of controlled stagecraft. Five operas for the price of one. Even Mr. Hofnung prefers some silence from his players. Even so, he will have heard their comment. Eigentlich war Gerard Hofnung ein hervorragender Karikaturist und Zeichner, der zusammen mit Ronald Searle für verschiedene englische Satireblätter arbeitete, wie beispielsweise die berühmte Zeitschrift Punch. Erst später beschäftigte er sich mit der Konzeption seiner Konzerte. Seine Zeichnungen, die stark vom musikalischen Leben durchdrungen waren, inspirierten ihn zu seinen übermütigen musikalischen Darbietungen. Auch entdeckte er die Tuba als Instrument, für die er eine große Leidenschaft hegte und die ihm Stoff für zahlreiche Karikaturen bot. Diese sind eine wahre Fundgrube für verrückte Situationskomik. Und die Nachwelt bediente sich großzügig, wie dieser Zeichentrickfilm aus einer Serie von Hallis und Batchelor belegt.
Gerard Hoffnung verstarb 1959 im Alter von 34 Jahren. Trotzdem wurden seine Konzerte auch ohne ihn zu einer Institution und gehören zu den beliebtesten Sendungen des englischen Rundfunks und Fernsehens. Der nun folgende Filmausschnitt, Sugar Plums, ist eine Tschaikowski-Collage der englischen Komponistin Elizabeth Poston. Der Film entstand anlässlich eines Konzerts in der Royal Albert Hall und basiert auf einem Originalkonzept von Gerard Hoffnung.
triumphant reception for that realization of Sugar Plums by Elizabeth Poston, based on music by Tchaikovsky. The performance was given by the composer, along with the Dolmetsch Ensemble on recorders, James Blades and Felix Abrahamian on percussion, and Wilfred Josephs and Jonathan Reichenstein played the pop guns. Annette Hoffnung was the canon. Fast 40 Jahre nach dem Tode von Gerard Hoffnung wird die Tradition seiner Konzerte von seiner Witwe und Biografin Annette Hoffnung fortgesetzt. Wir haben sie in London besucht und sie gebeten, für uns einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. The concert. Well, it, in a way, it was a natural progression because he just thought one day that he'd like. Die Konzerte waren eigentlich eine natürliche Weiterentwicklung seiner Arbeit, denn er wollte einige Ideen, die in seinen Karikaturen steckten, auf diese Konzerte übertragen. Das waren unheimlich lustige Ideen, und er dachte, gut, wir bringen das einfach mal auf die Bühne. Ich erinnere mich, als er diese Idee hatte, lud er alle Leute, die er für sein Projekt interessieren wollte, zu einem großen Essen bei Wheeler ein. Das war und ist ein berühmtes Fischrestaurant in Soho, Gerards Lieblingslokal. Und alle kamen, Leute von der Plattenindustrie, Gerards Verleger, alles, was in London Rang und Namen hatte. Sie wussten nicht, warum sie eingeladen waren. Sie kamen alle ganz arglos. Am Ende des Essens präsentierte Gerard dann sein Konzept und erklärte, wie er seine Ideen umsetzen wollte. Er dachte an ein Konzert, das Konzert aller Konzerte. Die Musik sollte ganz neu geschrieben werden. Damals existierte noch keine einzige Note. Ich muss allerdings sagen, dass die Instrumentierung heftig umstritten war, denn da wurde vage von Presslufthämmern, Staubsaugern, Wärmflaschen und Ähnlichem geredet. Dieses Konzert sollte künstlerisch brillant sein und eine Riesensensation werden. Eine Mischung aus herrlicher Musik und hervorragender Clownerie. Als Pointe sollten professionelle Musiker daran teilnehmen. Das war etwas völlig Neues. Ja, es war etwas völlig Neues. Es regte die Fantasie der Leute an. Im Vorverkauf für das Konzert in der Royal Festival Hall wurden alle Eintrittskarten innerhalb von 2 Stunden verkauft. Damit war sogar der Rekord von Liberace gebrochen. Plötzlich wollten alle mitmachen: Dirigenten, Solisten, Künstler und Komponisten. Doch bevor man mit den Proben beginnen konnte, musste ja alles erst geschrieben werden. Am Abend nach der Generalprobe, die ja sonst für Wirrwarr bis hin zu Hysterie sorgt, schäumte die Festival Hall vor Freude über. Dieses Konzert war ein unglaublicher Erfolg. Keiner hätte das vorher so genau sagen können. Niemand wusste, was geschehen würde. Aber es war ein Erfolg, bis heute. Nach Gerards Tod haben wir diese Konzerte weiterhin veranstaltet. In den letzten Jahren waren wir damit in der ganzen Welt, in Tokio, in Los Angeles, in Sydney, in Jerusalem und Helsinki. Die Konzerte haben allen gefallen, genauso wie wohl seine Zeichnungen von jedem geliebt werden. As indeed his work is, you know, his drawings and everything. It's quite extraordinary. Was wollte er mit diesen Konzerten ausdrücken? Wollte er sich als Dirigent zeigen? No, listen, he was not a conductor. He was actually determined. Nein, er war kein Dirigent, aber er hatte diese Idee, ein Konzert für Dirigent und Orchester aufzuführen. Und er war entschlossen, selbst zu dirigieren. Ich erinnere mich, dass er den Orchesterchef übers Wochenende eingeladen hatte. Er ließ sich von ihm jede einzelne Bewegung zeigen. Und so lernte er dirigieren. Er hätte noch viel mehr im musikalischen Bereich gearbeitet. Das Stück dauerte 10 Minuten. Er dirigierte immerhin 10 Minuten moderne Musik und das ziemlich gut. Natürlich hatte er genaue Anweisungen, er war sehr gut instruiert, aber gleichzeitig machte er ja auch seine Clownerien. Dieses Konzert für Dirigent und Orchester ist wirklich ein ausgelassener Spaß. Es endet mit einem furchterregenden Duell zwischen dem eifersüchtigen Solopianisten und dem Dirigenten, die sich gegenseitig durch die ganze Festival Hall verfolgen. Ich werde nie den tosenden Applaus am Schluss des Konzerts vergessen.
Als erstes rannte Gerard hinten ins Orchester, um dem Tubisten die Hand zu schütteln. Das war wirklich eine großartige Zeit damals. Einfach wunderbar. They were really marvelous.